Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück. Und diesmal ein kleiner Achievement Guide. Und zwar kümmern wir uns heute um Folgen des Achievement. Das ist einmal bei den Erfolgen unter der Rubrik Erkundung, Dracheninseln, und zwar hier oben. Ihr wollt hier einen Schneemann bauen. Baut einen Schneemann im Azurblauen Gebirge. Was müssen wir dafür machen? Und zwar befinde ich mich natürlich überraschenderweise im Azurblauen Gebirge. Und zwar ungefähr bei den Koordinaten. Moment, so 49, 54. Ihr seht, das ist so ein bisschen östlich von den Azur-Archiven. Und zwar seht ihr, hier ist so ein gefrorener Wasserfall. Und hier ist so ein kleines Lager von den Tuska. Ihr seht, was müssen wir jetzt machen? Hier liegen überall so kleine Schneebälle. Hier ist ein kleiner Schneeball, hier liegt ein Schneeball und hier ist auch noch ein Schneeball. Und die müssen wir jetzt quasi in die Richtung zu den kleinen, ja, Kindertuskern rollen. Weil je weiter wir die rollen, desto größer werden die nämlich. So, ihr seht, das ist so ein bisschen, dauert so ein bisschen ein paar Minütchen. Und ihr seht schon, wir kommen immer näher. Der Schneeball, der wird auch immer ein bisschen größer. Weil, ich meine, ihr kennt das ja selber. Wenn man selber mal als Kind oder so, jetzt auch als Erwachsener, wenn man Schneemänner baut, mit seinen Kindern vielleicht sogar. Man braucht ja unterschiedlich große Kugeln. Und ihr seht schon, das ist einmal hier, wird dann wahrscheinlich die größte Kugel werden. So, ich schiebe dies einfach einmal hier hin. So. Und jetzt nehmen wir die. Das wird wahrscheinlich dann die mittelgroße werden, weil die hat ja nur ungefähr die halbe Distanz. Ja. Er hat ja auch Bock hier hinten, ne? Die Kugel ist so doppelt so groß wie er fast. Okay, ich glaube, so krass müssen wir das jetzt nicht machen. Genau. Aber wir müssen die halt immer so in dem Bereich hier rumschieben und müssen halt gucken, dass die immer ungefähr an der gleichen Stelle liegen. So. Also in einem ähnlichen Bereich. Weil das die dann quasi aufeinander aufploppen, quasi, sage ich mal. So. So, Chunks, du könntest, ich weiß, du hast auch bestimmt Bock, aber du musst mir gerade mal ein bisschen aus der Sicht gehen. So, wir gucken mal. Ich schiebe die jetzt einmal hier hin. So. Genau, dann ihn vielleicht nochmal ein bisschen hier hin. Ihr seht schon, Leute, das ist so ein bisschen, genau, ein bisschen Feinarbeit. Da muss man immer ein bisschen gucken. So, ihr seht schon, aber es sieht schon gar nicht schlecht aus. Das ist auf jeden Fall die größte Kugel. Das hier ist auf jeden Fall die zweitgrößte Kugel. Und das ist die kleinste. Das passt ja eigentlich schon ganz gut. So. Ihr seht aber, wir brauchen noch, glaube ich, noch einen Ticken mehr Größe bei den Kugeln. Da muss man die halt in dem Bereich hier immer so ein, ja, bisschen hin und her schieben auf jeden Fall. Und irgendwann klappt das dann. So, das ist einmal die größte. Das ist die zweitgrößte. Und das ist einmal quasi die kleinste Kugel. Kann auch sein, dass da noch ein Ticken fehlt vielleicht. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Und da ist er. Ihr seht, Leute, da ist der Erfolg. Die kleinen Tuska-Kinder sind mega gehypt über den Schneemann. Und ihr seht, da haben wir unseren ersten Schneemann selber gebaut. Und so einfach holt man das Achievement. Wollt ihr einen Schneemann bauen? Wunderbar. Ja, Leute, das war ein kurzer Erfolgsguide. Aber ich hoffe, er hat euch weitergeholfen. Für die Erfolgssammler unter euch. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Erfolgsguide wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut.